Am Freitagmorgen hat die Polizei in Berlin damit begonnen, ein besetztes Haus im Bezirk Friedrichshain zu räumen. Am Donnerstagmorgen war eine Sperrzone im Umfeld des Gebäudes errichtet worden, die noch bis Sonntag aufrechterhalten werden soll. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Berliner Polizei war mit Kollegen aus anderen Bundesländern verstärkt worden. Die Beamten versuchten unter anderem mit Kettensäge und Winkelschleifer ins Haus zu kommen. Auch ein Räumfahrzeug war vor Ort. Den Polizisten gelang es, in das Haus in der Libystraße einzudringen. Es war zu sehen, wie einzelne Hausbesetzerinnen abgeführt wurden. Schon vor der eigentlichen Räumung war es zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Unterstützern der Hausbesetzer gekommen. Rund 300 Menschen hatten sich in den frühen Morgenstunden vor dem Gebäude versammelt und versuchten, die Räumung zu verhindern. Das Wohnprojekt in der Liebigstraße besteht seit 30 Jahren. Der Mietvertrag mit dem Eigentümer lief aber 2018 aus. Ziel des Wohnprojektes ist es nach Angaben der Bewohnerinnen, eine alternative Wohnform zu schaffen und ein Zeichen gegen die Gentrifizierung zu setzen.